Ja, vielen Dank an alle, die heute unter diesen schwierigen Bedingungen hierher gekommen sind. Aber dieser historische Tag verdient es. Wir sind hier, weil wir wissen, dass im letzten Jahrhundert, im Jahrhundert der Extreme, Deutschland der Großmeister des Todes war. Und wir wollen nicht, dass diese unselige Tradition verlängert wird. Denn es gibt heute Tendenzen, die eine Remilitarisierung der Politik befürchten lassen, und zwar mit zunehmender Tendenz. Deshalb sagen wir, stoppt es jetzt und nicht erst, wenn in der Welt Konflikte gibt und alle Leute glauben, es gibt nichts anderes als Militär und Gewalt. Nein, es gibt etwas anderes als Militär und Gewalt, und das heißt die Zivilisierung der sozialen, der ökonomischen und der ökologischen Konflikte der Welt. Wir sind hier 75 Jahre Tag der Befreiung. Wir können nicht sagen 75 Jahre nach Kriegsende. Denn der Krieg ging noch einige Zeit weiter und führte zu den grauenhaften Ermordungen der Menschen in Hiroshima und Nagasaki. Wir wollen auch daran erinnern, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg es viele grausame Kriege gegeben hat. Und es ist der Friedensbewegung zu verdanken, dass nicht noch mehr passiert ist. Aber weil das so ist, müssen wir dafür darum appellieren, dass die Friedensbewegung heute auch in unserem Land wieder stärker wird. Denn erstens, wir haben heute weltweit Rüstungsausgaben, die liegen höher als vor dem Ende der zweigeteilten Welt. Wir haben heute Deutschland unter den ersten 15 Ländern bei den Rüstungsausgaben an Platz 7 und es hat die höchste Steigerungsrate im letzten Jahr von all diesen Ländern mit 10%. Die 10 Länder der Welt, die das meiste Geld für Rüstungsausgaben ausgeben, machen 75% der weltweiten Rüstungsausgaben aus. Was soll dieser Unsinn? Nur 10 Länder haben einen, weiß ich nicht, vielleicht 20-fachen Overkill. Wie oft wollen sie denn noch die Menschheit umbringen? Das kann doch nichts mit Sicherheit zu tun haben. Wir müssen hinzufügen, es gibt auch neue Atomwaffen. Es gibt Atomwaffen, die auf Trägersystemen stationiert werden sollen, mit einer Geschwindigkeit von Mach 20, also 20-facher Schallgeschwindigkeit. Es ist der Irrsinn pur. Und was ist das für eine Welt, in der durch die Digitalisierung die Schwelle, Krieg zu führen, immer mehr gesenkt wird? Und auch hier geht die Warnung an Deutschland, denn das strategische Zentrum der Digitalisierung in Europa ist Deutschland. Und deshalb auch hier müssen wir an die Bundesregierung appellieren, zur Kriegsvermeidung und zur Friedenspolitik gehört auch, dass man nicht als logistischer und organisatorischer Standort zur Verfügung steht. Im Augenblick erleben wir mit Corona 20 eine weltweite Pandemie. Man muss auch hier hinzufügen, das Coronavirus ist uns seit 17 Jahren bekannt. Es wurde aber in den letzten 17 Jahren verdrängt, weil es regional beschränkt blieb. Es waren dann die Menschen in Afrika oder Asien, die davon betroffen sind, aber jetzt trifft es uns. Und zwar deshalb, weil weltweit überall die sozialen und die ökologischen Schutzschichten des Lebens zerstört werden. Die Welt wird zu einem Markt und die Globalisierung kennt nur die Profite, aber nicht den Schutz der Menschheit. Das geht nicht. Und wir müssen auch sagen, der viel größere Virus, der auf uns zukommt, ist die Erderwärmung. Sie zerstört das Immunsystem der Erde und zerstört damit menschliches Leben in einer Weise, wie wir das bisher nicht kennen. Und deshalb ist klar, Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft gesagt, die Menschheit braucht Brot, sie braucht keine Kanonen. Man kann das erweitern, die Menschheit braucht Brot und sie braucht Umweltschutz, aber keinen Krieg und erst recht keine Kriegsvorbereitung. Deshalb
Ich will darauf hinweisen, müssen wir, wo immer es geht, die Friedensbewegung stärken und in der Gesellschaft stärker noch verankern. Ich finde es deshalb gut, dass wir heute in der Süddeutschen Zeitung eine ganzseitige Anzeige hinbekommen haben, nie wieder zum Tag der Befreiung, mit der Überschrift Nein zur Sprache der Gewalt. Das orientiert sich an diesem zentralen Slogan der Münchner Sicherheitskonferenz, die alle von der Sprache der Macht geredet haben, die wir wieder lernen müssten, und sagen Ja zu einer Kultur der Verständigung. Es haben über 2000 Menschen unterschrieben, deshalb wurde diese Anzeige möglich. Und ich finde, das ist der richtige Gegenposition zu dem Unsinn, der hier nebenan im Bundestag beschlossen wird, die Bundeswehr immer mehr hochzurüsten. Also Nein zu Krieg, Nein zu Gewalt und Nein zu Aufrüstung, aber Ja zu einem friedlichen, sozialen und ökologischen Leben. Lieber Mitglied.